Politik, grüne Politik aus einem Guss zu erarbeiten und nicht einfach nur so einen billigen Provinzpopulismus, wie die CSU ihn gerne praktiziert. Hauptsache bei uns läuft alles, aber was anderswo ist, ist uns egal. Wir stellen uns der Herausforderung und manchmal auch nicht ganz leichten Aufgabe, wirklich ein Gesamtkonzept für die Länder, für die Bundespolitik zu erarbeiten, die Widersprüche, die Konflikte, die Probleme miteinander zu diskutieren und dafür Lösungen zu suchen und so zu tun, als wäre man allein auf der Welt und könne alles ja, überall mitmischen, aber nirgends Verantwortung übernehmen, wie das Seehofer gerne macht. Wir haben heute zwei zentrale Themen diskutiert, die auch Schwerpunkte sein werden in unserem Landtagswahlkampf. Das eine Thema, die Agrarwende. Und da sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir mit unserer ehemaligen Bundeslandwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Renate Künast hier wirklich auch die geballte Kompetenz mit am Tisch sitzen haben. Ich werde Ihnen dann auch unser Papier dazu vorstellen. Und ganz wichtig für uns ist natürlich auch in dem Zusammenhang zum einen ein Konzept für eine zukunftsfähige bäuerliche Landwirtschaft für Bayern zu entwickeln, zum anderen aber auch das Doppelspiel von Ilse Aigner hier zu offenbaren, die hier in Bayern gerne von bäuerlicher Landwirtschaft redet, aber in Berlin und in Brüssel das Gegenteil tut und die industrialisierte Landwirtschaft unterstützt, die Massentierhaltung unterstützt und eben die Strukturen zum Nachteil der bäuerlichen Landwirtschaft mitentscheidet. Der zweite Punkt, den wir sehr intensiv diskutieren, ist das Thema Energiewende, auch das Thema Endlager. Hier wurde uns berichtet, was im Moment eben auf Bundesebene läuft, wie die Länder sich dazu verhalten, aber auch wie, mit welchen Konzepten wir die Energiewende in den Bundesländern auf Bundesebene und europäisch zum Erfolg bringen wollen. Und ich mag vielleicht etwas sagen, was ich vorhin auch gerade auf der Konferenz gesagt habe. Ich war am Montag bei General Electric hier in Garching, einem Global Player im Bereich auch der Energieforschung. Und dort wurde uns vom Management gesagt, Deutschland ist das Energielabor der Welt. Also ein so international aufgestelltes Unternehmen schaut nach Deutschland, was passiert hier in der Energiepolitik. Deutschland ist das Energielabor der Welt. Das zeigt zum einen, welchen Erfolg grüne Energiepolitik, grün-rote Energiepolitik sagen bisher ja, für sich verbuchen kann, aber es zeigt zum anderen natürlich auch die Verantwortung, die wir haben, als Bundesländer, als Bund die Energiewende erfolgreich voranzutreiben und nicht, dass ein Zwischendrin der Mut verlässt, sondern alle Anstrengungen zu nutzen, um die Energiewende zum Erfolg zu bringen. Und da sind Grüne, glaube ich, an allererster Stelle dran, sowohl was die Leidenschaft angeht, als auch was die Kompetenz angeht. Die Unterstützung aus den Bundesländern, aus Berlin, die wir hier erfahren, ist Rückenwind für unseren Wahlkampf, für ein tolles Ergebnis. Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, dass wir in Bayern mit starken Grünen wirklich die Sensation schaffen und Schwarz-Gelb ablösen und Grüne in Regierungsverantwortung kommen. Und das wäre dann natürlich auch sozusagen der Push und der Rückenwind dann auch für die Bundestagswahl, die stattfindet. Und deswegen sind wir alle sehr frohgemut und der Kampf ist lustig. Und so gehen wir dann auch in die nächsten Monate. Vielen Dank, Margarete Bause. Antje Hermenau ist nicht nur die frischgebackene Sprecherin unserer Fraktionsvorsitzendenkonferenz, sondern auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag. Und was sie vorhat, sagt sie Ihnen selbst. Schön, Ihnen erstmal einen schönen guten Tag. Mein Name ist Antje Hermenau. Ich sitze seit dem Jahre 2004 der Fraktion von Bündnis 90. Da lege ich Wert drauf, die Grünen im Sächsischen Landtag vor. Ich habe früher im Bundestag fürs Heimatland gedient und zwar im Haushaltsausschuss. Das wissen die beiden, die hier neben mir sitzen, ganz genau. Nein, ich habe mich heute sehr gefreut. Es war ein einstimmiges Wahlergebnis. Bei Grünen wird man ja nicht unbedingt mit Honecker-Ergebnissen verwöhnt. Deswegen muss ich sagen, ich bin sehr dankbar für dieses Wahlergebnis, weil es doch eine gute Grundlage ist.